Namaste und willkommen auf meinem Yoga-Channel. Ich bin Martina und ich freue mich, dass du heute zugeschaltet hast. Heute habe ich eine kleine Yin-Yoga-Sequenz für dich vorbereitet. Yin-Yoga zur Erdung, für mehr innere Stabilität, gerade auch bei Ängstlichkeit oder wenn du sehr stark zum Grübeln neigst. Wir sprechen in den Positionen vor allem den Magen- und Milzmeridian an, das Element Erde. Und ich empfehle dir heute an Hilfsmitteln, dir auf jeden Fall eine gefaltete Decke zurechtzulegen und dir gegebenenfalls auch zwei Blöcke beiseite zu legen. Und dann beginnen wir im Sitzen mit einer kleinen Meditation, die auch wirklich nochmal hilft, dich zu erden und dein ganzes System nochmal zu beruhigen. Nimm dir einen Moment Zeit, eine angenehme Sitzposition zu finden. Vielleicht magst du dich erhöht hinsetzen auf den Block oder auf ein Kissen, sodass dein Becken ein wenig höher ist als deine Knie. Vielleicht magst du deine Augen geschlossen lassen, deine Hände locker auf deinen Knien abgelegt. Vielleicht magst du auch deine Handflächen nach oben oder nach unten zeigen lassen. Die Handflächen nach unten zeigen, das ist ein wenig mehr erdend. Probier einfach mal aus, was sich für dich gut anfühlt. Nimm deine Unterlage wahr, auf der du sitzt. Nimm wahr, wie du deine Matte, deine Unterlage berührst, deine Sitzknochen auf der Unterlage, deine Beine, deine Füße. So den Kontakt mit der Erde, mit dem Boden unter dir herzustellen. Die Erde, die dich hält und stützt und trägt. Atme tief ein und aus und nimm für diesen Moment einfach den Fluss deines Atems wahr, wie er kommt und geht. Atme durch deine Nase ein und wieder aus. Mit jedem Ausatmen erlaube es dir, noch ein wenig mehr in deine Unterlage zu senken. Erlaube es deinem Körper, sich ein wenig mehr in die Erde zu entspannen. Mit jedem Einatmen nimm so eine kleine Aufrichtung wahr, eine Energie, die deine Wirbelsäule in die Länge zieht, die dich ein wenig größer werden lässt. Mit dem Einatmen wächst du nach oben und mit jedem Ausatmen entspannst du ein wenig mehr an die Erde hinein, entspannst deine Schultern, deine Hüften, deine Beine zur Erde hin. Mit jedem Einatmen nimmst du so eine kleine Leichtigkeit wahr, eine gewisse Leichtigkeit. Bleibe hier für einen Moment. Finde die Balance zwischen Ein- und Ausatmen. Ausatmen, der dich erdet. Der Einatmen, der dich wachsen lässt Richtung Himmel. Vielleicht wie ein Berg, der sich aufrichtet Richtung Himmel und gleichzeitig ganz stabil in der Erde verwurzelt ist. Bleibe hier für einen Moment und finde einfach die Balance zwischen diesen beiden Qualitäten des Atems.
Dann komm langsam wieder zurück. Kannst so langsam deine Augen wieder aufgehen lassen. Komm jetzt in die erste Yin-Yoga-Position, in die Position des sitzenden Rehs. Winkle dazu dein rechtes Bein an und bring es vor deinem Körper abgelegt und so im ungefähr rechten Winkel, das linke Bein hinter deinem Körper, auch ungefähr so einen rechten Winkel zwischen Oberschenkel und Unterschenkel, ja, so eine Art Hürdensitz. Du kannst dich hier abstützen auf deiner Matte. Du magst, könntest so dich auch auf eine Decke setzen oder deine Hände auch auf Blöcken abstützen, wenn du magst. Sodass du auch hier eine angenehme, stabile Position findest. Solltest ja so eine angenehme Dehnung in deinen Beinen, Außenseiten spüren, vor allem vom vorderen Bein. Die Knie sollten sich angenehm anfühlen. Dann lass dich auch hier nochmal ankommen, dieser Position. Wunderschöne, erdende Position. Nimm nochmal wahr, wie deine Beine, deine Knie, deine Füße auf der Erde verankert sind, verwurzelt sind. Und komme wieder zu diesem erdenden Atem zurück. Der Einatmung lässt du deine Wirbelsäule lang werden. Mit der Ausatmung entspannst du dich noch ein wenig mehr Richtung Erde hinein. Und dann bleib hier noch für 2, 3 Atemzüge mehr. Löst dann auf dieser Seite langsam die Position wieder auf. Und wenn du dich in die Position zur anderen Seite, indem du jetzt das andere Bein nach vorne nimmst, auch den Winkel so einrichtest zwischen Ober- und Unterschenkel, dass es für dich angenehm ist. Lass dich auch hier nochmal ankommen, in der Position auf dieser Seite. Atme ein, spür die Länge in deiner Wirbelsäule. Atme aus, erde dich noch ein wenig mehr. Verbinde dich noch ein wenig mehr mit der Erde. Finde auch hier die Balance zwischen Ein- und Ausatmung.
Und dann bleib hier noch für 2, 3 Atemzüge mehr. Und löst dann langsam die Position nochmal auf und leg dich vom Moment in die Rückenlage ab, um hier vom Moment nochmal nachzuspüren in der Rückenlage. Einfach mal so den Empfindungen nachzuspüren, deinem Körper, deinem Geist. Erlaube es dir, vom Moment hier anzukommen. Finde dich langsam wieder nach oben zum Sitzen. Komm in einen Vierfüßlerstand. Wir gehen jetzt in die Position des Drachen. Leg dir gerne eine gefaltete Decke auf deine Matte, um deine Knie so ein wenig zu unterpolstern. Und auch gerne 2 Blöcke an den Anfang deiner Matte. Und dann komm in so eine Sprinterhaltung. Setze deinen rechten Fuß nach vorne zwischen deine Hände oder zwischen deine Blöcke. Du könntest deine Hände auch auf deinen Oberschenkel abstützen oder auch die Blöcke so in verschiedene Höhen positionieren, so wie es für dich angenehm ist. Schau, dass es sich in deinem Knie gut anfühlt, in deinem hinteren Knie, dass es gut hier gestützt ist und gut gepolstert ist, dass es sich gut anfühlt in deinen Fußgelenken. Anfühlt und du so eine angenehme Dehnung spürst, der Vorderseite, der Hüfte, deines hinteren Beines, dass so ein wenig gestreckt wird, dass dich hier ankommen. Und schau, dass es hier wirklich sich angenehm anfühlt für dich. Spür den Kontakt mit deiner Unterlage, mit der Erde, mit dem Boden. Und erlaube es dir, mit jedem Ausatmen noch ein wenig mehr zu entspannen, nicht mehr Spannung abzugeben an die Erde, die dich hält und trägt. Dann bleib hier noch für 2, 3 Atemzüge mehr. Löst dann langsam auf, streck dein vorderes Bein und finde dich in den herabschauenden Hund. Ganz gerne die Knie beugen und strecken. So also als kleine Ausgleichsposition. Dann finde dich nochmal auf deine Knie in den Vierfüßlerstand. Und komm in die Position zur anderen Seite.
Und auch hier deine angenehme Variante, entweder die Hände auf den Blöcken abgestützt oder für etwas mehr Dehnung in der Körpervorderseite mit den Händen auf dem Oberschenkel. Wenn du deine Position gefunden hast, erlaube es dir, noch ein wenig mehr in diese Position zu entspannen, deinen Atem ganz natürlich fließen zu lassen, dich mit jedem Ausatmen noch ein wenig mehr zu erden, mit der Erde zu verbinden. Und dann bleib hier noch für 2, 3 Atemzüge. Löse dann langsam wieder auf. Wende dich gern nochmal für einen Moment in den herabschauenden Hund, um die Beine nochmal so ein bisschen zu strecken oder abwechselnd zu beugen und zu strecken, dich lang zu machen. Dann senk deine Knie langsam wieder ab, wende dich in die Kindeshaltung auf deiner Matte, in so eine breite Kindeshaltung. Wenn du die Knie so ein wenig mehr nach außen schiebst, deine Stirn darf jetzt ganz sanft auf die Matte sinken, vielleicht auch auf den Block oder auf deine Hände, auf dem Fäustertürmchen. Diese sanfte Dehnung war an deinen Beininnenseiten. Schau, dass es sich für die Knie gut anfühlt. Die können auch unterstützt sein mit einer Decke. Schau, dass du hier wirklich eine entspannte Position findest, die so sanft die Innenseite deiner Beine dehnt. Deinen Rücken sanft entspannt. Nimm wieder deinen Atem wahr und lasse dich mit jedem Ausatmen noch ein wenig mehr entspannen. Mit jedem Ausatmen entspannst du ein wenig mehr und mehr Richtung Erde.
Dann bleib auch hier noch für 2, 3 Atemzüge in der Kindeshaltung. Und löst dann langsam auf. Vielleicht magst du so ein paar Katze-Kuh-Bewegungen machen, durch die Hüften so ein wenig hin und her bewegen. Und dann finde dich langsam auf deiner Körperseite, deine linke Seite. Kannst dich hier gern so ein wenig abstützen mit deiner Hand. Das rechte Bein kommt nach oben vor deinen Körper abgelegt. Dann greife mit deiner oberen, deiner rechten Hand dein linkes Bein. Zieh so ein bisschen zu dir heran. Leg dich dann entweder auf deinem Arm ab oder stütz dich gern mit deiner Hand. Vielleicht magst du auch deinen Oberkörper noch so ein wenig mehr Richtung Matte sinken lassen. Wollen hier so eine angenehme Dehnung spüren in der Vorderseite des unteren Beines. Dabei ist die Position des oberen Beines gar nicht mal so wichtig. Das kann gestreckt sein, das kann angewinkelt sein. Vielleicht spürst du auch so eine angenehme Kompression in deinem unteren Rücken. So eine angenehme Drehung. Und schau, dass es sich wirklich richtig gut anfühlt für dich. Eine angenehme Dehnung spürst. Wenn du deine Position gefunden hast, dann erlaube es deinem Atem wieder ruhiger zu werden. Mit jedem Atemzug ein wenig mehr in die Position zu entspannen. Und dann bleib hier noch für 2, 3 Atemzüge hier auf dieser Seite. Löst dann langsam auf. Und finde langsam deinen Weg auf die andere Seite. Das ist das andere Bein nach oben, das linke Bein oben. Greifst das rechte Bein mit deiner linken Hand. Auch hier kannst du dich entweder mit deinen Schultern Richtung Boden sinken lassen oder einfach oben abgestützt bleiben. Vielleicht ist es auf dieser Seite auch ein bisschen anders als auf der anderen. Wir sind ja nie so ganz symmetrisch auf beiden Seiten. Das kann sich also durchaus anders anfühlen. Atme tief ein und aus.
Und erlaube es dir mit jedem Ausatmen noch ein wenig mehr zu entspannen, noch ein wenig mehr loszulassen in diese Position hinein. Dann bleib hier noch für 2, 3 Atemzüge mehr. Löst dann langsam wieder auf und leg dich für einen Moment in die Rückenlage ab, um hier an der Rückenlage für einen Moment einmal nachzuspüren. Wir kommen nun aus der Rückenlage heraus in die Position des liegenden Schmetterlings, verbunden mit einer kleinen Herzöffnung. Nimm dir dazu gerne deine Decke und falte sie zu so einer kleinen Rolle zusammen. Lege sie quer auf deiner Matte ab und lege dich dann mit deinen Schultern, mit deinen Schulterblättern über der Decke ab. Die Arme können zur Seite ausgestreckt sein oder über deinen Kopf. Die Beine bringst du in die Schmetterlingsposition, die Knie fallen nach außen, die Füße berühren sich. Schau mal, wie es sich für dich gut anfühlt. Du kannst, wenn du magst, deine Knie, deine Oberschenkel unterstützen mit 2 Blöcken. Oder wenn es sich im unteren Rücken nicht ganz gut anfühlt, dann
könntest du auch deine Füße etwas höher ablegen, vielleicht auf einem Block oder auf einem Kissen. Finde deine angenehme Position. Wollen hier auch so eine angenehme Dehnung in den Beinen Innenseiten spüren und auch auf der Körpervorderseite. Zum Bereich des Beckens, Bauch, die Brust. Spür diese angenehme Öffnung im Bereich deines Herzens, deiner Schultern, deiner Brust. Nicht so ein Gefühl von Leichtigkeit. Und gleichzeitig die Verbindung, den Kontakt mit der Erde. Dieser Kontakt, der es dir erlaubt, noch ein wenig mehr loszulassen, alle Spannung loszulassen, vielleicht auch alle Gedanken, die jetzt noch rumschwirren, die vielleicht nicht ganz so nützlich sind. Erlaube es dir mit jedem Atemzug, mit jedem Ausatmen, noch ein wenig mehr zu entspannen und loszulassen. Und dann bleib hier noch so 2, 3 Atemzüge mehr. Löst dann langsam wieder auf. Mach dir deine Matte frei und leg dich vom Moment in die Rückenlage ab. Spür hier in der neutralen Rückenlage nochmal nach. Aus der Rückenlage kommen wir nun noch in eine Drehung, in den Twist. Stelle deine Füße auf, versetz dein Becken so ein wenig mehr zu deiner rechten Seite und lass deine Knie nach links fallen. Vielleicht magst du auch deine Knie kreuzen oder einfach die Beine übereinander abgelegt lassen. Die Arme positionierst du dort, wo es sich angenehm für dich anfühlt. Und schau mal, wo du den Kopf ablegen möchtest, ob in der Mitte oder zur Seite, zu deinen Knien hin oder von deinen Knien weg. Schau, dass du so eine angenehme Position findest, eine angenehme Drehung für deinen Rücken, Entspannung für deinen unteren Rücken. So mit jedem Atemzug. Jedem Ausatmen noch ein wenig mehr zu entspannen.
dann bleib auch hier noch so 2, 3 Atemzüge auf dieser Seite. Und dann langsam auf, wende dich zur Mitte zurück. Versetz das Becken nun zur linken Seite, lass die Knie nach rechts fallen. Vielleicht magst du auch hier die Beine kreuzen oder einfach nur übereinander abgelegt lassen. Schau, wie du deinen Kopf positionieren möchtest. Und die Position kann hier auf der anderen Seite auch wieder ganz anders aussehen als auf der ersten. Finde einfach die Position, die Variante, die sich für dich jetzt gerade gut und stimmig anfühlt. Dann erlaube es dir, noch ein wenig mehr Spannung in die Erde abzugeben. Mit jedem Ausatmen noch ein wenig mehr loszulassen und zu entspannen. Dann bleib auch hier noch so 2, 3 Atemzüge mehr. Und löst dann langsam deinem Tempo wieder auf. Komm zur Mitte zurück. Vielleicht magst du deine Knie zur Brust heranziehen, noch so ein bisschen hin und her schaukeln, Rücken noch so ein bisschen massieren. Wende dich langsam in die Position für deine Endentspannung und Shavasana, die Rückenlage oder eine andere Position, die sich jetzt gut und stimmig anfühlt. Vielleicht die Knie unterstützt, vielleicht in der Seitenlage oder in der Bauchlage. Finde die Position, in der du dich wieder ganz unterstützt, getragen fühlen kannst von der Erde. Dich hält, dich trägt, dich unterstützt. Und lass deinen Atem frei fließen, kommen und gehen. Im Einatmen ein wenig mehr Leichtigkeit in den Körper zu bringen. Dem Ausatmen dich noch ein wenig mehr zu erden. Auch hier die Balance zu finden zwischen Leichtigkeit und Erdung. Dich dann wirklich vollkommen zu entspannen und für einen Moment dieser Entspannung zu genießen.
kannst ja gerne noch ein wenig länger bleiben oder auch langsam wieder zurückkommen jetzt zu deinem Atem. Den Kontakt spüren mit der Erde, langsam Bewegung deinen Körper, deine Finger, deine Füße bringen. Vielleicht magst du dich so ein bisschen strecken und lang machen. Dich auch gerne vom Moment auf deiner Seite ablegen. Dann auf deine Weise in deiner Zeit wieder zurückzufinden. Eine angenehme Position zum Sitzen auf deiner Matte. Ja, dann nimm gerne deine Hände vor deinem Herzen zusammen. Schenk dir selbst ein Lächeln, ein Dankeschön dafür, dass du dir die Zeit für deine Yoga-Praxis genommen hast. Ich danke dir, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann hinterlass mir gerne ein Like und einen Kommentar unter dem Video. Wenn du mehr solcher Videos sehen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal und vergiss auch nicht, die Abo-Glocke zu klicken. Dann wirst du benachrichtigt, wenn es neue Videos von mir gibt. Also ich bedanke mich nochmal bei dir, dass du dabei warst. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Namaste.